ist irgendwie doch noch ein bisschen surreal und ich denke, in einer ruhigen Minute oder so besinnt man sich eher mal darauf oder wenn man sich das Rennen nochmal anschaut, nochmal die emotionalen Momente direkt vor Augen sieht, ich kann das gar nicht mehr rekapitulieren und deswegen, ja, ich feiere jetzt einfach, was das Zeug hält. Unabhängig davon, dass es in einem Falle der letzte Lauf der Saison gewesen wäre, was hat man zu verlieren? Ich musste Vollgas geben und ich wusste ganz genau, dass wenn ich das Ruder rumreißen möchte und ich bis zu Platz 2 war es ein Zehntel, bis zu Platz 3 Achthundertstel, da muss ich schon echt Vollgas geben und so war es dann auch. Und ich habe schon am Start gemerkt, dass es ein bisschen stärker war oder habe mich zumindest so gefühlt und habe einen kleinen Goliath aus mir gemacht. Dass ich mit einer Medaille heimkomme, war nicht geliebäugelt, aber ich wusste, dass es in mir steckt und dass es auch in mir schlummert und dass ich dazu in der Lage bin, auch den anderen Sportlern ein bisschen Angst zu machen und ein bisschen Druck auszuüben. Dass es jetzt tatsächlich so geworden ist, da geht für mich einfach nur ein Plan wirklich auf und ich kann also auf eine sensationelle Saison zurückblicken, wohl die erfolgreichste meiner ganzen Karriere.